Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und heute mit neuem Video Frösche als Persönlichkeiten Teil 2. Nach dem Intro geht es los. Hallo, ich bin Dara, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Nach langen Jahren Experimentieren, Studieren, Unterrichten, Malen habe ich mein eigenes Stil entwickelt und seit 2018 male ich Frösche als Persönlichkeiten. Und meine Tochter sagte mir, Mama, wenn du weiter so machst, siehst du selber wie ein Frosch aus. Und das könnt ihr auch sehen. Und jetzt mehr über die Frösche. Genau das. Kennt ihr das auch? Eine Kamera, ein Handy, alles in einem. Und dann dachte ich mir, ich wollte einen Appell an unsere Gesellschaft machen und einen Frosch zu malen, die sieht nichts, hört nichts, sagt nichts. Wieso? Die Frage könnt ihr alle beantworten. Ich bin online. Ja? Diese Bewegung oder wie auch immer macht jeder mehrmals am Tag, weil manche tippen schneller als essen, das wissen wir auch. Und ich wollte sagen, natürlich in diesem kleinen schwarzen Ding ist die ganze Welt versteckt. Ja? Wir können per Knopfdruck die ganzen Informationen rausziehen. Aber Leute, brauchen wir das beim Essen? Brauchen wir das beim Aufstehen? Das Erste, was ganz viele Leute in die Hand nehmen bei dem Aufstehen, das. Und wenn wir ins Bett gehen, das, was wir ins Bett nehmen, das ist auch das. Machen Sie vielleicht einen Detox. Lassen Sie diesen Ding einfach abends immer auf dem Sofa liegen und gehen Sie entspannt ins Bett, vielleicht mit einem Buch anstatt ein Handy. Genau das wollte ich sagen, dass die Leute mehr mit den Dingen genießen, die nicht im Handy sind, sondern in Außenwelt und mehr gemeinsam kommunizieren und nicht nur so, sondern so. Ja, für mich haben Farben eine sehr, sehr wichtige Bedeutung und meine Frösche, ursprünglich war die Idee, dass ich das alles komplett nach Feng Shui mache und in Feng Shui gibt es Yin, Yang, weibliche und männliche Energie und wenn wir diese Energie zusammen verbinden, dann sind wir sozusagen vollkommen. Und das ist in diesem Frosch, was er dann sieht, die ist grün und die Augen und die paar Details, die sind in Rot, das sind Kontrastfarben. Rot und Grün ergänzen sich zueinander und ich wollte in diesem Bild sozusagen nochmal zeigen, in diesem Fall auch, wenn man zu lange am Handy ist, dann können auch sogar die Augen rot werden. Wie gesagt, alle meine Ideen werden erstmal in den Kopf geboren, dann auf Papier übertragen, dann auf großes Papier und dann auf Leinwand. Ja, das ist so, klingt einfach, aber das ist wirklich so ein Prozess. Das kommt okay, vierte Frosch. Wie würde ich das machen? Sollte ich die so machen? Sollte ich die so machen? Sollte ich die so machen? Sollte ich drei Frösche machen? Das ist eine Serie. Und dann kam die Idee wirklich, als ich meinen Freund gesehen habe, so, dann dachte ich mir, okay, die sollte Hände in die Hand halten. Ja, und da richtig da rein. So gedrungen werden in diesen Welt. Und dann natürlich, wenn da werden mehrere Skizzen gemacht, wenn die fertig sind, dann gebe ich zu den Skizzen auch schon die Farben und danach wird das halt auf größere Format übertragen und dann auf Leinwand übertragen. Und noch eine Macke bei mir, wenn ich mit der Farbe anfange, dann werden zuerst die Augen gemalt, weil für mich ist das wichtig, dass die meine Frösche auf mich schauen und dann nehme ich den Kontakt zu diesem Frosch und dann wird das weiter gemalt, kommuniziert, Musik gehört und da kommen bei mir ganz viele Insights und wie gesagt, für mich ist wichtig, dass die Frosche auf mich gucken. Jetzt wissen Sie, wo ich meine Inspirationen hole und wie ich anfange. Und wenn es euch meine Video gefallen hat, dann freue ich mich wirklich auf ein Like, auf einen Kommentar und es geht weiter, die Folge 3 folgt. Mit einer Frosch, das ist ein Pandora dafür, mit Selfie-Königin.